Na gut, dann machen wir mal die Hanna-Kommission. Wir wissen beide schon lange, dass dieser Moment kommen würde. Wenn uns nicht bald etwas einfällt, dann stirbst du und ich mit dir. Zeit für unser letztes Treffen. Bin mal gespannt. Die ist irgendwo da unten. Cool. Ah, hier war direkt eine Schnellreise da drüben. Bin auch bewaffnet. Oh, es gibt kein Zurück mehr. Du bist an einem Punkt angekommen, von dem es kein Zurück mehr gibt. Wenn du das Restaurant betrittst, werden alle noch nicht beendeten Nebenmissionen und andere Aktivitäten wie Aufträge nicht mehr verfügbar sein, bis alle Hauptmissionen abgeschlossen sind. Wenn du noch etwas erledigen möchtest, solltest du das tun, bevor du dich mit Hanako triffst. Oh Gott, das ist tatsächlich das letzte Treffen. Oh nein! Natürlich, verschont. Dann will ich das vielleicht doch noch nicht machen. Oh Gott. Ich will noch nicht, dass das Spiel endet. Dann, machen wir lieber noch ein paar Nebenmissionen. Ich will das noch herauszögern. Beziehungsweise, wir könnten eigentlich auch zu einem Riverdog mal wieder gehen für 69.000. Ah, ich habe tatsächlich den richtigen gefunden. Schon mal mein abgefahrenes Tattoo. Hat's meins gemacht? Also, mein Tattoo. Das hat sich entzündet? Oder bereust du es inzwischen? Nein, nein, hab mich damit abgefunden. Bin nur neugierig, ob du schon mal was Krasseres gestochen hast. Ein Typ wollte mal Scheiß auf Nightcorp. Mitten auf der Stirn. In Großbuchstaben. Oh, wütender Ex-Konzerner? Ein Juppie im Rathaus. Also alles cool. Hab schon Schlimmeres gesehen. Oh cool, zeig mir dein Angebot. Ja, den habe ich gesehen, dass der Heal und Kill irgendwie, glaube ich, hat. Frontal Cortex. Müsste der hier irgendwie sein. Ah, dieses hier, okay, brauche 18 Punkte bei Reflex. Okay, das werde ich mir noch nicht leisten können. Ich weiß gar nicht, was ich momentan habe. Wahrscheinlich nicht so viel. Reflex, ich habe 9. Mir fehlt noch die Hälfte. Oh, ich habe erst die Hälfte. Ich meine, ich kann es ja mal aufstocken, aber auf 18 komme ich ja jetzt auch nicht so schnell. Konstitution am besten nochmal, Coolness. Dann sollen wir auch noch ein paar Punkte, kann ja auch nochmal reingucken. Ja, nehmen wir mal Schießbude direkt, das klingt ja ganz cool. Ja, Granatfusion 10% mehr Schaden, why not? Erhöht den Schaden gegen Drohnenmechs und Roboter, nehmen wir mal auch mit. Blöd. Das können wir uns leider noch nicht holen. Also mit dem Neutralisieren finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. 3% ist jetzt nicht so viel, leider. Gucken, was hat er denn noch so alles? Ah, jetzt sehe ich das Tattoo. Unzertrennlich. Johnny! Das ist das andere. Schön. Der Eger Claws können wir noch machen. Ballistischer Core-Prozessor. Und Smart Zielerfassung von Smart Waffen. Gorilla-Arme. Das wäre wahrscheinlich praktisch für die ganzen Beatons Bread Sachen. Laden sich bei jedem Angriff auf. Wenn du einen schweren Angriff durchführst, richten sich Bonusschaden ab. An, abhängig von der Aufladung. Klingt ganz cool. Mantis klingt. Können wir rumlaufen wie Wolverine. Auch interessante Monodraht. Okay, ich glaube, ich nehme einfach mal die Gorilla-Arme. Klingt ganz cool. Why not? So, schließen. 15.000. Haben wir noch ein bisschen was dazu bekommen. Yay. Nice. Jetzt kann man richtig draufschlagen. Machen wir mal noch eine kleine Nebenmission. Auftrag Habgier zahlt sich nicht aus. Lea Gladdens Jailbreak-Gerät beschaffen. Türcode 2137. Schön, dass wir direkt schon haben. Ein großer Schatz kann man sich mitunter als schwerer Fluch herausstellen. Merkt ihr das wie? Einer Hehlerin in meinem Territorium, Lea Gladden, fiel ein äußerst wertvoller Schatz in die Hände. Ein Gerät, mit dem sich Konzern-Cyberware knacken lässt. Einige nennen es Corp-Cracker. Diese Tech öffnet Anzügen, die aussteigen wollen, alle Türen. Sie können die Cyberware, die sie von ihren Konzernen gestellt bekommen haben, behalten oder für gutes Geld gebraucht verkaufen. Lea ist nicht von gestern, sie wusste, was die Tech wert ist.
Wir beide haben sehr lange verhandelt und waren kurz davor, uns auf einen Preis zu einigen, als auf einmal der Kontakt mit ihr abbrach. Finde für mich heraus, was mit Lea passiert ist und viel wichtiger, besorge mir diesen Corpcracker. Melde dich nicht eher bei mir, ehe du den hast. Verschwende keine Zeit. Okay. Ah, hier sind wir ja schon wieder bei Stefan, oder? Ja, bloß weg hier. Auf die Nager jetzt gar keinen Bock. Nimm mal dein Geld mit. Zurücktreten, sofort! Schön ruhig, sonst werde ich schießen. Okay. Ich hab kein Geld. Okay, ja, aber ey. Oh Gott. Meine Güte. Hat escalated quickly. Will doch nur mit wissen, was mit der Dame passiert ist. Zerrissene Netzstrümpfe, geil. Meine Güte, ihr müsst doch nicht direkt losschießen. Ja, Zugriff gewährt, nice. Was passiert hier, Mann? Oh Mann, ey. Fangen wir mal den Aufzug. Wo muss eigentlich gar nicht. Kann er auch hier einfach hoch. Von einem Model stecken können oder einem scheiß Landschaftsplaner. Was ist jetzt wieder los, Johnny? Ich werde durch Kakerlaken verseuchte Absteigen geschleift. Das ist los. Job ist Job. Also, wie war der Code? 2137. Okay. Oh, können wir auch mit technischer Fähigkeit machen. Aber wir benutzen mal den Code. 2137. Oh, was für ein Saustall. Waren versiffte Absteigen wie die früher nicht genau dein Ding? Ja, schon. Wenn ich bis zur Besinnungslosigkeit voll war. Nehmen wir mal alles mit. Ohne Waffe. Archiviertes Gespräch. Hey Lea, hey, na, hast du schon Käufer? Jupp, Tigers, zahlen das Dreifache. Klingt gut. Zu gut, um wahr zu sein. Okay, Neid. Nur weil ich scheiß reich bin. Klar bin ich neidisch, aber das ändert nichts an den Tatsachen. Die Sache stinkt zum Himmel. Wäre ich du, würde ich lieber die Finger davon lassen. Ja, ja, muss los. Hawaii ruft. Bis bald. Okay. Wenn Hawaii ruft, würde sie wahrscheinlich nicht hier wohnen. Genug gejammert. Dein Reichtum fängt heute an von John Kavakin. Okay. Lieferung. Guten Tag, Ihre Bestellung steht zur Abholung bereit. Wie gewünscht wurden Stahlrollen an die Unterseite der Maschine montiert. Bitte beachten Sie, dass die maximale Rollentragkraft bei 1000 Kilogramm liegt. Eine Benutzung mit höherer Belastung kann zur Bestehung führen. Okay. Und Penis. Penis-Nanogel. Ja, kennen wir. Will halt Geld haben. Geld! Mann, komm ich nicht ran. Wo bist du, Schluche? Wo bist du, Hirnblätt? Leas Wohnung, Kühlschrank.
Oh, hier können wir glaube ich auch noch was machen. Schieben. Ein Knopf. Na? Schieben. Was, ein Geheimraum? Hörst du das? Ja, hör ich. Weiß nur nicht, warum es mich kümmern soll. Ging denn hier ein Geheimraum auf? Schon nie so richtig begeistert. Oh. Sieh mal einer an. Crazy. Generalschlüssel. Halte dich gut fest, weil ich was habe, das dich umhauen wird. Ich habe ein hübsches kleines Spielzeug zu verkaufen, mit dem du Konzernzeug knacken kannst. 100% effektiv bei Implantaten und Waffen. Funktioniert mit allen außer Nightcorp-Tech. Benutzen wohl eine andere Verschlüsselung. Interesse? Belegt nicht so lange, ich habe andere Käufer. Sieht aus, als wäre Leia hinter Bakakos Rücken zu den Tiger Claws gegangen. Ah. Gunner. Leia. Claws gehören nicht zu denen, die sich an Deals halten. Mal sehen, ob sie Glück hatte. Keiner hat was für dich. Ich habe ein hübsches kleines Spielzeug zu verkaufen. Also, das hat sie mehrmals angefragt. Und Betrugswarnung. Johnny, warum sitzt du hier plötzlich? Lieb dich zum Braindance Club Wired Head. Okay. Dann gehen wir mal wieder raus. Gibt's hier oben noch irgendwas? Naja, da kommen wir gar nicht erst rein. Oh je. Muss ich den dann auch umlegen oder lässt er mich in Ruhe? Ich hoffe, er lässt mich in Ruhe. So, Braindance. Club. Oh, nach unten geht's sogar. Der mich? Ja, er sieht mich. Okay. Um die muss ich mich wahrscheinlich erstmal kümmern. Gute Nacht. Hm. Erinnert mich an den Laden in Arroyo, wo wir manchmal Freitagabends. Wieso? Weil es da richtig hart zuging. Nur ein falsches Wort, ein falscher Blick und du hattest ein Messer im Bauch. Ich hab's gemocht. Schön. Ich will immer aufstehen, wenn ich in der Hocke bin und mit irgendwem rede. Mann. Immer springe ich immer irgendwelche Gespräche. Ist ein bisschen nervig. Ah, komm. Komm noch mal gucken. Ah. Ist da noch wer? Hinter mir, glaube ich. Oh ja. Na, ah, okay. Das hat sich hier erledigt für den. Aua, auf mich anzubrennen. Oh, hör auf mich an zu brennen, Mann. Kack-Vibe. Oh. Ja? Würde ich so auch sagen. Ach, da hinten. Durch die Tür durch. Ist jetzt Ruhe, Leute. Würde mich ja freuen. Jetzt überhaupt gelandet. Erstmal wieder ein bisschen looten.
Ah, hier sind wir wieder, okay. Orangenes Loot. Gib mir Spiel. Ah, nice. Ah, hier sitzt ja noch einer. Jetzt nicht mehr. Ah, gut, er sitzt immer noch da, aber naja. Hier ist auch noch ein bisschen was Cooles. Okay. Ja, Spam-Mails. Schlüssel schon wieder. Könner, hab was für dich. Genau. Heilige Scheiße, ich gebe dir das Dreifache vom besten Angebot. Komm zum Wildhead und wir sind im Geschäft. Knacker. Hey, hab dieses Knackgerät und billiger ging's nicht mehr, wenn du weißt, was ich meine. Diese Lea war so bescheuert, kam mit der Tech und ohne Mietmuskeln, also haben wir sie umgepustet, bevor sie überhaupt den Mund aufmachen konnte. Egal, find einen Käufer, Joom. Und wenn du 10% in meine Richtung schiebst, werde ich mich nicht beschweren, Kana. Kana, du gehirnamputierte dumme Nulpe. Lea kann ohne Mietmuskeln, weil sie wusste, dass nur ein absolut bekloppter Vollidiot ihr ein Haar krümmen würde. Die ganze Stadt weiß, dass sie mit Wakako zusammenarbeitet. Wakakos Leute vergrößt du nicht an, solange du keinen guten Grund hast. Und das muss ein wirklich verfickt guter Grund sein. Das lässt Wakako nicht auf sich sitzen. Jetzt beweg deinen Arsch rüber zum Wildhead und verwandle den Laden in eine verdammte Festung. Sonst kannst du dich bald persönlich bei Lea entschuldigen. Oh oh. Hey, hab ein Problem. Wenn du bis hierhin gelesen hast, ist es schon zu spät. Deine Neuralprozesse wurde infiziert. Schicke diese Nachricht sofort an 3 weitere Leute. Sonst wirst du in 7 Tagen zum Cyberpsycho. Natürlich. Bingo. Komm zu Mama. Hat niemand mit? Und für dieses winzige Scheißding sind so viele gestorben? Auf die Größe kommt's nicht an. Wir beide wissen, dass das völliger Blödsinn ist. Ja. So. Joa. Glaube, das war's. Haben wir die wichtigsten Sachen halt mitgenommen. Dann gehen wir mal wieder raus. So. Da lege die Ausrüstung am Übergabeort. Da drüben irgendwo. Scheiße, nicht mich! Hat da auch noch irgendwelche Sachen? Nimm ich mal mit, ne? Tschüss. Scheiße. Wo? Ach doch, jetzt war's was. Ein schwieriges Gespräch. Was gibt's zu tun? Hm? Laden in der Broad Street. Schlag auf die Finger oder Schuss ins Hirn? Schuss ins Hirn. Bezahlt er nicht? Warum das? Meint, er bräuchte keinen Schutz, Vollidiot. Hat sich sogar ein paar Mietmuskeln angeschafft. Macht die ganze Truppe nieder. Söldner oder Animals? Animals. Okay. Oh gut, haben wir das hier auch nochmal erledigt. Cool. Ah ne, da ist noch einer. Da oben. Naja. Hi. Hi. So. Ich muss aber eigentlich irgendwo da hinten hin. Oh, hier gibt es einen Aufzug sogar. Oh, Wakako. Huch. Lesen. Hallo. Möchte das lesen? Warum kann ich das denn nicht lesen? Jetzt. Achso, sie hat einfach nur ein Auto. Okay. Wie? Schnall dich an. Ein Hammerangebot. Boah. Ich hab keine Ahnung, wo Kim muss in die dritte? Guck, wo der Übergabeort ist.
glaube, das war richtig. Naja. So, abgeschlossen. Und Wakako ruft an. Sehr gut, du hast das Jailbreak-Gerät gefunden. Gute Arbeit und weiter so. Auftrag abgeschlossen. Hey, eine Wakako-Mission. Nice. Hatten wir ja auch schon länger nicht mehr. Und ich glaube, auch mit dieser Mission werde ich meine Aufnahme mal für heute beenden. War es wieder sehr, sehr cool. Vor allem mit den Johnny-Missionen. Hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn das ein bisschen zäh war mit Rogue. Und, aber er hat nicht irgendwas Komisches abgezogen, während ich weg war. Oder wie weg war. Deswegen war das eigentlich ziemlich cool. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich denke mal, ich werde dann beim nächsten Mal die Hauptmission weitermachen. Da werden wir wahrscheinlich eine Weile beschäftigt sein. Und ja, lasst mir gerne ein Abo da oder folgt mir auch gerne auf Twitch. Da bin ich auch immer mal wieder regelmäßig am Livestream. Und dann bis zum nächsten Mal.